auch kochen. Wir können so cool kochen. Den Kochtopf kann man benutzen und kochen. Ho. Autschi, wo hat jetzt der eigentlich die Kelle her? Essen. Wir können ganz viel machen. Wir können ein Elsevier Fondue machen. Wir können gebratenen Fasan machen. Wir können auch Mammut braten. Es gibt Mammut. Oh, geil. Und das schaut so cool aus, das Essen. Oh, ich will es ganz selber essen. Ja, haben aber leider noch keine Ingredienzien. Und deswegen, ja, haben wir eben noch nichts, wo wir jetzt irgendwie benötigen würden. Und Krieger, sehr schön. Blocken verbessert, Stufenfortschritt. Ich bin eine Stufe aufgestiegen. Und wir können uns, denke ich mal, anschauen, was denn passiert, wenn man das macht. Dann geht man auf neue Stufe. Und dann sind wir schon hier im Stufenaufstiegslevel-Menü-Scheißdreck-Ding. Und das sind eben die Sternbilder. Und zu jeder Stufe kann ich auswählen, was verbessert werden soll. Entweder Ausdauer oder Gesundheit oder Magica. Magica. Ich werde erstmal einmal Ausdauer machen, dass ich mehr Ausdauer habe. Aber ich glaube, 110 Ausdauer reichen auch. Oder 120 mache ich dann. Und werde mich jetzt mal ein bisschen beschäftigen. Nicht mit der Redekunst, nein, mit dem Taschendiebstahl auch nicht. Schlossknacken ist auch nicht schlecht. Leichte Rüstung, auch schön. Schießen ist toll, aber da ist der einhändige Waffenskill. Und der interessiert mich mal zuerst, weil ich dachte mir einfach so, also ein Krieger einhändig, der muss bei beiden Sachen bewandert sein. Und ich mache mal gleich die Lanzknecht-Ding, dass ich 20% mehr Schaden mache, wenn ich eine Einhandwaffe benutze. Ja, schön. Und da unten ist immer die erfordert, also ich muss mindestens 20 Punkte in dem Skill haben, damit ich das verbessern kann. Und ich habe 23 so. Und es ist so unglaublich flüssig, das ist so geil, das freut mich echt. Ein großer Sack. Ah, Kartoffeln. Gut. Das hochdeutsche Wort für Kartoffeln ist Podak. Also man könnte sagen, du Podackenschädel. Ja, Podacken. Das war jetzt wirklich sehr wichtig, das zu sagen. Habe auch schön gekillt, den Typen. Gefiel mir auch sehr, wer umgefallen ist. Ich könnte den Dietrich, das Gold, die Eisenpfanne nicht, aber die Streitaxt könnte ich mal mitnehmen. Weil ich habe so viel Platz noch in meinem Inventar, dass ich das leicht alles mitschleppen kann. Dann renne ich mal weiter zu meinem nächsten Vorhabenspunkt. Und da sieht man schon, also oben, ganz oben ist so eine komische Leistending. Und das ist eben, da ist mal ein Questpfeil, Dorf und da hinten ist so ein komisches Axtzeichenteil. Und da kann ich mir noch kurz zeigen, hier ist eine Ader, Schürfen, eine Erzader. Und dafür brauche ich eine Spitzhacke. Scheiße, ne? Habe ich keine, also müssen wir jetzt mal kaufen beim Schmied oder irgendwo anders, wo es halt einen gibt. Warum ich nicht auf dem Weg gehe? Ja, weil ich denke, das ist cool, ist es aber gar nicht. nein, das ist einfach bloß so. Und hier mache ich auch kurz da ins Dorf, wo ich hin muss, aber ich werde jetzt kurz einen kleinen spielerischen Exkurs starten. Und da mal kurz das Blümchen pflücken und den Hasen erschießen. Dann gibt's Hasenfleisch zum Mittagessen. Und Hase ist weg. Nee, den bekomme ich auf jeden Fall noch, ey. Oh, scheiße. Na gut, Hase ist doch nicht weg. Hase lebt, Klappe ist tot. Und will jetzt kurz das da hinten machen, weil ich habe da so einen kleinen Plan vorbereitet. Das ist auch wieder so ein Ding. Und das ist das einzige Mal, wo ich was nach Ding mache. Also wo ich jetzt denke, ja, das mache ich jetzt mal so. Und sonst wird es immer so sein, dass ich, wenn ich jetzt was machen will, dass ich einfach mache. Wie zum Beispiel den Wolf erschießen da, weil der böse ist. Oh, aber da zwei Schuss. Weil noch mein komischer... Ding-Skill, mein Bogenschützen-Skill noch nicht hoch genug ist, deswegen habe ich den und deswegen ist hinter mir ein Gegner, den ich nicht sehe. Schön, schön, schön. Ja, böses Wolf-Ding. Oh, böse zwei Wölfe. Aus. Yeah. Wieder ein schöner Skill-Move. Und die Skill-Moves, die Kill-Moves meine ich, die sind so unterschiedlich. Es gibt mindestens zwei. Es gibt halt viele. Was ich damit sagen wollte. Und... man kann echt alles hier ernten und das ist echt cool, das Spiel. Und was auch cool ist, ich dachte mir eben, ja, also bei so einer Mine wird dann wahrscheinlich auch so ein Ding sein, so eine... wow, voll weggehauen, hey. Wird dann auch so ein Ding sein, so ein, na, sag schon mal den Namen. So eine Spitzhacke. Ich wollte bloß eine scheiß Spitzhacke finden. Aber dann war da keine drin, ja. Noch das Ding einsammeln hier, das ist das Ding. Und ich denke, wir liegen gut in der Zeit, weil ich will... flott voranmachen, das, was ich machen will. Der eine wird die Quest kennen, die ich dann machen werde, aber ich will noch nichts verraten. Ich will das bloß schnell durchmachen, Etze, und bevor ich es später mache, oder Etze, mache ich es lieber Etze, weil dann habe ich mehr davon. Und auch noch ein Grund, ah ja, das war jetzt Glück. Und auch noch ein Grund,
Ah, jetzt mal wieder Pfeil und Bogen, weil da können ja Gegner sein. Auch noch ein Grund ist, warum ich das jetzt mache, weil, also warum ich jetzt mit Ding spiele. Oh, wo ich daneben schieße, leck mich am Arsch. Warum ich jetzt mit Einhandwaffen und Schildding ist, es ist sehr, ja, ich würde nicht sagen cool, aber es ist flexibel, finde ich. Und es ist einfach, da sieht man, Waffe gewechselt, Bogen geschossen, schnell ausgeholt, man ist schnell, man ist agil, man kann sich helfen und so. Und das finde ich nicht schlecht. Fackelhalter brauche ich nicht. Aktivieren? Achso, also einfach nehmen. Ja, das ist aktivieren, ja. Ich werde auch bloß kurz das Geld und ich werde nicht jeden durchsuchen, nee. War das ein Eisenschild hier gerade bei dem Eisenschild? Achso, nee. Gut, das war bloß ein Eisenschild. Und ich will echt nicht, dass einer sagt, hey, du planst das alles, du bist scheiße. Nee. Wenn, wie schon mal gesagt, wenn ihr irgendwas wollt, dass ich jetzt zum Beispiel mich auf Magie spezialisiere, kann ich das später auch machen, kein Problem. Aber das ist halt, dann ist es halt ein Krieger, der auch Magie beherrscht. Das ist ja kein Problem. Ich kann ja alles machen. Ich bin ja sowas von flexibel. Leck mich am Arsch. Ich bin wie ein Gummiband. Was? Ja, komm. Also den kurz mal ins Gesicht streicheln mit meinem Streitkolben. Yeah! Und auf den Boden niedergeschlagen, du böser Mensch, du. Nee, durchsuchen tue ich es jetzt nicht. Ah, das bin nur ein Schalter. Und Ausdauer ist leer. Schön mal die Pilze einsammeln, bevor der Typ mich sieht. Und dann erstmal dahin geht und sich völlig richtig verhält. Ah ja, das war ein cooler Kill-Move. Ich schau dir in die Augen, Kleines. Schlüssel zur Glutsplittermine. Mhm, habe ich auch bekommen. Und einen Streitkolben, der genauso gut ist. Da ist ein schöner Stab der Flammen. Und jetzt weiß ich aber nicht, ob der glitzert oder nicht. Also muss ich ihn nehmen mal mit, ist ja wurscht. Weil, warum sage ich jetzt glitzern? Ja, das ist, vielleicht nehme ich was voraus, ich weiß es nicht. Oh, der schaut so geil aus. Ist auch schön. Ich sage glitzern deswegen, weil man kann Dinge entzaubern. Entzaubern ist schön, oder? Oh, nicht schlecht. Trotzdem nehme ich nicht. Langbogen, Jagdbogen. 7, 8. Ich könnte es wegschmeißen. Und das wieder zur Favoriten wird. Ich wollte was... Was wollte ich denn machen jetzt? Ach klar, Bekleidung. Eisenhelm aufsetzen, weil der cool ist. Novizenkappe, kaiserlicher leichter Helm wegschmeißen, so. Und jetzt wieder. Und wenn eben sowas funkelt und schimmert, dann ist das cool. Dann heißt es also, dass das magisch ist. Und wenn irgendwas magisch ist, dann kann man das entzaubern. Ja, das ist recht cool. Und jetzt bin ich hier. Super. Und dann bekomme ich auch so Fähigkeiten, dass ich Sachen also wieder herzaubern kann. Das ist ganz cool. Geldbeutel wieder mitnehmen, dass ich auch ein bisschen Kapital ansammle. Das ist ja auch nicht schlecht. Weil ich dann auch ein bisschen Sachen einkaufen werde. Aber das ist ja... Ich hätte es eh gemacht. Ich sag's nochmal, ich hätte es eh gemacht. Oh, ein Stahlstreitkolben. Nicht schlecht. Weil, das ist ja jetzt wurscht. Und da sieht, das ist eine Schmiede. Da kann man schmieden. Und das ist dämlich, weil ich jetzt gerade im Kampf bin. Das ist eine Eisenbahn. Das ist cool. Man kann Sachen bewerkbanken. Man kann hier Sachen Eisenerz und Ding und so. Und ich kann auch meine Sachen jetzt einschmieden lassen. Also einschmelzen. Und ach, das ist so cool, das Spiel. Leichte Rüstung schmieden, Schmiedekunst verbessert, wunderbar. Und immer wenn wir so einen Stufenfortschritt haben, heißt es nämlich, dass eben, weil wir brauchen bestimmt viele Verbesserungspunkte unserer, ja, also wir brauchen zum Beispiel 10 mal irgendwo einen Pluspunkt, also eine Steigerung der Fähigkeiten, in dass wir jetzt ein Level aufsteigen. Bäm! Fall runter oder auch nicht. Und das Schöne ist, wenn man so Bücher liest, ist es auch mal besser. Was steht da jetzt da? Gut. Weil im Englischen heißt... Ist ja wurscht. Im Englischen heißt es ja scheißegal. Und deswegen ist es cool. Und ich habe wieder vergessen, was ich gerade gesagt habe. Ich habe so ein schlechtes Gedächtnis. Schön. Knochengeknacke. Und wieder zum Himmelsrand, zum Skyrim, würde man sagen. Ich kann es echt nicht drehen. Das ist schade. Nee, doch. Ah, so kann man das drehen. Ah, jetzt da kann man es drehen. Da könnte man so anschauen, die ganzen Sachen, aber ist nicht so wichtig. Ich habe jetzt hier gerade die Mine abgeschlossen.
Und dann mal gleich noch einen Blick auf die Karte werfen, weil die Karte ist auch sehr schön gemacht. Oh, ist das nicht schön? Weltkarte benutzen, Orte, von denen reisen kannst, ist egal. Und ich bin jetzt gerade da. Und da hinten ist die Glutmine, die ich abgeschossen habe, wunderschön. Und da hinten ist Helden, da komme ich her. Und da muss ich hin. Bevor ich da hingehe, mache ich noch kurz einen Abstecher. In einen kleinen Kreis, in einen kleinen Zauber. Oh, Kaninchen. Katze. Flops. Yeah. Jetzt fühle ich mich cool, hey. Und ich kann schon mal sagen, ich kann später Kaninchenschenkel machen. Die mache ich dann mit Kaninchen und Salz. Das ist cool. Ich brauche zu allem fast Salz und das finde ich sehr schön. Ich könnte mal ein Bierchen trinken jetzt. Wo ist es denn? Zaubertränk? Ist das ein Zaubertrank? Nee, gut. Sonstiges ist es, glaube ich. Nein, das ist zum Essen irgendwas. Ja, Bier, genau. Ausdauer. Genau. Schön. Jetzt kommt wieder Ausdauer dazu. Und da oben auf dem komischen, ja. Streifending, sieht man, dass das ein komischer Stein ist. Ja, was ist denn das für ein Stein jetzt, dachte ich mir. Und dann hat mich das überrascht, dass es da ist, weil es gibt nicht nur einen Erfolg, es gibt auch Vorteile für uns. Weil ich könnte mir vorstellen, dass die meisten, die das Spiel anfangen, nicht dahin gehen und dann eben den Vorteil, den ich dann bekomme, nicht haben oder erst später oder gar nicht finden. Das kann ja auch sein, die Wächtersteine, der Magierstein, der Kriegerstein und der Diebesstein ist da. Und ich nehme mal den Kriegerstein. Wer unter dem Zeichen des Kriegers steht, lernt alle Kampffertigkeiten 20% schneller. Du kannst nur den Segen eines